Hey, hey, ich bin Vicky und ich bin vor anderthalb Jahren nach Norwegen ausgewandert und gerade zu Besuch bei André und Laura, die in diesem süßen kleinen Häuschen in Schweden wohnen. Und das seit mittlerweile 6 Monaten. Ihr habt uns richtig tolle Fragen gestellt zum Thema Team Norwegen versus Team Schweden. Und alles. Das ist ja wohl klar, wer da gewinnt. Okay. Legen wir einfach los. Bevor wir mit den Fragen starten, dachte ich, machen wir mal eine Mini-Haustour, damit du einen Eindruck kriegst, von welchen Häusern wir da überhaupt sprechen. Dafür habe ich mich einmal kurz nach Norwegen gebeamt, zu meinem eigenen kleinen Häuschen. Wer hat nicht schon mit dem Gedanken gespielt von einem Haus in der Natur? Am See, im Wald oder umgeben von Bergen? Hier in Skandinavien kann man den Traum noch wahr werden lassen. Die Immobilienpreise für Ferienhäuser auf dem Land sind recht realistisch und die großen, dünn besiedelten Länder versprechen die Einsamkeit, die man sich wünscht. Vor mittlerweile 1,5 Jahren habe ich mir den Traum meines Häuschens in Norwegen erfüllt, der sich seit meiner Reise im Camper hier zwischen den Fjorden manifestiert hat. Mich hat die faszinierende Landschaft mit den steilen Bergen, die in den türkisblauen Fjord münden, so überwältigt, dass mir klar war, hier muss ich mal ein Haus haben. Nach einigen größeren und kleineren Renovierungsarbeiten wurde das Haus fertig für die erste Saison. Und auch wenn es in einem 120 Jahre alten Haus immer etwas zu tun gibt und es mir an kreativen Ideen sicher nicht fehlt, bin ich fürs Erste zufrieden. Sobald der Winter aber vorüber ist und der Boden aufgetaut, rücken erstmal die großen Maschinen wieder an für den Außenbereich. Alle Videos zu den bisherigen Arbeiten am Haus und meinem Leben in Skandinavien und der Welt findest du auf meinem YouTube-Kanal. Wer jetzt fleißig aufgepasst hat, hat vielleicht bemerkt, dass die Betten oben gar nicht bezogen sind. Das liegt daran, dass ich nicht selber in diesem Haus wohne, sondern dass ich es als Ferienhaus vermiete. Ich nutze die Gelegenheit, dass ich hier bin, um zwischen den Gästen einmal durchzureinigen. Das mache ich mit Everdrop. Die produzieren nachhaltigere Reinigungsmittel für dein Zuhause. Die Reinigungsmittel kommen in so kleinen Nachfüllpacks und die mischt man dann mit Wasser zusammen an und bekommt dann hier in meinem Fall ein Küchenpowerpulver. Ich nutze die Produkte von Everdrop schon seit vielen Jahren beim Campen und zu Hause. In meinem nächsten Paket freue ich mich besonders auf die Geschirrspültabs, denn die sind Testsieger bei Stiftung Warentest geworden und kommen ganz ohne Plastikverpackung und Mikroplastik aus. Wenn du dich selbst von den Produkten überzeugen willst, kannst du mit meinem Rabattcode 15% auf deine Bestellung sparen. Ich habe sie hier gerade nur teilweise zur Hand, aber Everdrop bietet auch Handtücher und Schwämme. Ich mag besonders den Pop-Up-Schwamm, der hat irgendwie so eine tolle Konsistenz. So, und während ich mich jetzt ans Putzen mache, darfst du umschalten zur Haustür der Oscars und dann zu der Fragenrunde. Viel Spaß! I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? Laura und André haben letztes Jahr nach einer langen, mühsamen Suche ihre kleine Perle in Schweden gefunden. Auch sie waren mehrere Jahre im Camper unterwegs und haben sich auf ihren Reisen in die ruhige Atmosphäre Schwedens verliebt. Ich bin etwas neidisch auf die Abgelegenheit des Häuschens, das so in Fjordnorwegen aufgrund der Topografie nicht einfach zu finden ist. Sie mussten das Haus ziemlich entrümpeln, bevor sie mit den ersten Renovierungen starten konnten. Alle Videos dazu findest du auf ihrem YouTube-Kanal. In den nächsten Monaten gehen die Renovierungen weiter, denn die beiden machen ihr kleines Schwedenhaus zu ihrem festen Wohnsitz. Und sobald die Arbeiten im Haus fertig sind, gibt es noch ein großes Grundstück, das bespielt werden will.
Heute haben wir uns zusammengetan, Team Schweden und Team Norwegen, und vergleichen die beiden Länder miteinander. Wo ist es teurer? Wo sind die Unterschiede? Warum haben wir uns gegen Deutschland entschieden? Und was sind die Eigenarten der Skandinavier? Wo ist die Lebensqualität höher? Und was würden wir im jeweils anderen Land vermissen? Natürlich beantworten wir die Fragen aus der Sicht eines Deutschen im Ausland und mit den eigenen Erfahrungen und Gesprächen, die wir bisher mit den Einheimischen geführt haben. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. The feeling in our eyes felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, oh. Wir haben 100 Leute gefragt. Okay, was ist teurer, Schweden oder Norwegen? Definitiv Norwegen. Ja, ja. Das ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Ja, in allem würde ich aber auch sagen. Ne? Ja, Norwegen ist Spitzenreiter in Europa, glaube ich. Ja, sogar, glaube ich, teurer wie Schweden. Wie die Schweiz, wollte ich sagen. Ja, ja. Ich würde ungern Lebensmittel einkaufen in Norwegen. Ja. Ständig. Ja. Dauerhaft. Ja. Ja. Aber nicht nur Lebensmittel, das ist ja alles. Ne? Es ist auch Technik, weil es ja alles importiert werden muss auch. Also. Aber Häuser sind jetzt nicht so viel teurer, sind oder? Ähnlich, glaube ich. Mhm. Ja. Oder Immobilienpreise? Also von dem bisschen, ich meine, wir haben ja jetzt auch in einem für Häuser geringen Budget geguckt und da fand ich, waren die Häuser relativ ähnlich oder gibt es ähnlich. Ja, das kann man schon. Ja, das kann sein. Also das kann sein, da kann man sagen, auf jeden Fall, dass es in Deutschland so günstige Häuser nicht so oft findet. Das stimmt. Wo ist es kälter? Hier bei uns, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, Schweden ist schon deutlich kälter. Ja. Also ich glaube, der Atlantik, der bringt halt doch echt nochmal milde Temperaturen, gerade an die Küste von Norwegen. Ja, ich glaube, im Norden sieht es ein bisschen anders aus, aber Schweden kann schon. Tatsächlich nicht. Guck mal, als wir mal auf den Lofoten waren, war es total auch mild. Ja, und dann sind wir nach Schweden und da war es dann arschkalt. Ja, weil Schweden ist halt viel kontinentaler und Norwegen ist ja. Also es gibt einen Teil in Norwegen, der relativ kalt ist, das ist halt der an Schweden dran ist, näher, also der halt kontinentaler ist. Und sonst ist Norwegen ja nur Atlantikküste, also nur Ozean. Und dann. Also in Schweden im Norden sind ja die Temperaturen oft im Winter bei minus 40 Grad. So, das ist ja Standard. Also das ist und das hast du ja in Norwegen eigentlich sehr, sehr selten. Ja, ja, also es wird schon kalt. Ich würde auch sagen, dass in Schweden deutlich mehr Schnee liegt. Ja. Natürlich gibt es bei uns die Berge und in den Bergen liegt halt auch viel Schnee. Ne? Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Auf einem Parkplatz in Athen. Vicky hat zu einer unmöglichen Uhrzeit bei uns geklopft am Van und ich dachte so, wer klopft denn bitte jetzt noch im Dunkeln? Aber da muss man ja sagen, da kannten wir uns ja vorher schon. Also wir haben uns eigentlich hauptsächlich über Instagram kennengelernt. Aber ich meine, ganz früher haben wir uns wahrscheinlich zu unserer Geburt kennengelernt. Ja, André und ich, wir sind gleichzeitig aus dem Himmel gekommen. Ja, auf die Erde. Und wir haben uns einmal im Himmel kurz getroffen schon. Und dann sind wir zu unseren Müttern gekommen und wurden dann an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit geboren. Gebärt. Ja, also André und ich haben den gleichen Geburtstag. Genau gleich. Ja, ja, also wirklich den Tag. Ja. Auf den Tag. Aber ich bin besser. Nee, ich wollte sagen, aber du bist älter, was man an den grauen Haaren sieht. Ah ja. Nee, wir sind gleich alt, das sieht man an ihren Falten. In welchem Land gibt es mehr oder bessere vegane Produkte? Boah, das ist auch richtig eindeutig Schweden. Ganz, ganz klar. Also, ich habe echt. Aber kannst du sagen, warum das in Norwegen nicht so vorankommt? Nee. Oder? Welche kulturellen Unterschiede zwischen Norwegen und Schweden habt ihr schon kennengelernt? Es sind halt beides so Introvert Nations. Ja, voll. Ja. Ich glaube, dass euer Nationalstolz, also Norwegen, halt doch noch ein bisschen krasser ist. Das kann ich definitiv sagen, dass die Norweger denken, sie sind die coolsten Skandinavier. Mhm. Kann schon sein. So. Stimmt, ich habe auch letztens so ein Reel gesehen. Da haben so zwei Norweger gesagt,
Alexa, tell a joke. Und dann hat Alexa gesagt, Sweden. Ja. Und dann haben die ganz laut gelacht. Ich glaube, die Norweger sind noch mal verschlossener als die Schweden. Das kann gut sein, weil wir wurden halt schon richtig gut aufgenommen. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber im Endeffekt ist es auch nicht auch schwierig zu sagen, weil wir jetzt, klar, wir leben jetzt ein halbes Jahr in Schweden, aber wir sind ja jetzt nicht so krass eingetaucht. Ja. Ne? Ja. Also ich finde, was halt auffällig ist, ist halt so dieses Gemütliche, dieses Hügelige, dass die Leute viel Zeit zu Hause auch verbringen. Einfach. Ja. Also das weiß ich halt nicht, wie das in Norwegen ist. Oh, ne? Ja. Also, aber auch dieses, oh, da hinten kommt wer mit dem Hund, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, kann ich vorher abbiegen und dem nicht begegnen. Das ist aber typisch, also glaube ich, für beide Länder. So, woher kommt der Trend? Erst war Vanlife-Hype und jetzt Häuser im Norden. Ich wusste nichts von dem Trend. 2021 haben wir den Traum, da ist der Traum bei uns gestartet, dass wir gerne hier ein Haus wollten. Es hat halt einfach gedauert, bis wir das erfüllen konnten. Ja, ja. Und so lange haben wir halt im Van gelebt, weil es halt günstig war, im Van zu leben. Ich glaube, ein Trend ist es ja mittlerweile auch vor allem geworden durch eben die vielen verschiedenen Arbeitsmodelle, die es gibt einfach. Ne? Dass Leute mittlerweile von überall auf der Welt aus arbeiten können. Deswegen kam eben auch der Trend Vanlife zustande, weil man eben mit seinem Job, den man früher ja nur im Büro machen konnte, den man jetzt einfach teilweise von überall auf der Welt machen kann. Vanlife ist ja viel in der Natur sein. Für sich auch ein bisschen sein und Ruhe und irgendwie so ein bisschen langsamer Lifestyle und dass man dann, wenn man so langsam ein bisschen sesshafter werden will, sich eine Cabin kauft und nicht irgendwie ein Haus mitten in der Stadt. Liegt ja total nah beieinander. Ja. Also die Cabin kommt dem Vanlife, was das stationäre Leben angeht, ja am nächsten. Mhm. So. Ich glaube, es kommt halt rüber wie ein Trend, weil das halt viele jetzt im Internet teilen. Ja, es ist dann halt wie so eine Bubble, ne? Man ist dann halt in dieser einen Bubble wieder und dann sieht man natürlich, oh cool, da. Ja, und ich glaube, es wird noch mehr wie ein Trend, weil der Algorithmus, natürlich, wenn man sich halt anschaut, feuert es an und dann denkt man auf einmal, alle wohnen in Skandinavien. Ja. Ja. Vor 10 Jahren gab es noch kein Social Media, da sind halt auch voll viele Leute ausgewandert, aber das hat man halt nicht so im Internet gesehen. Viele Leute schon Schweden ein Ferienhaus haben. Ja, also es ist ja nichts Neues, was wir machen. Eben. Und wir sind halt auch, das darf man auch irgendwie nicht vergessen, waren wir in unseren 20ern, da wollten wir ein bisschen mehr Abenteuer, jetzt sind wir in unseren 30ern und dann hat man einen anderen Fokus. Für immer. Ja. Man kann nicht für immer in einem kleinen Mini-Auto wohnen, kann man schon, aber für mich ist es nicht das Wahre auf Dauer. Ja. Es ist ja auch niemand, der hier auf dich wartet. Ne? Es ist ja nicht so, dass die jetzt darauf warten, dass Deutsche hier Häuser kaufen, also so einfach ist es ja dann auch nicht. Gibt es in beiden Ländern Trolle? Wir starten hier richtig mit den besten Fragen. Es gibt in Schweden auch Trolle. Es gibt in Schweden auch Trolle. Und zwar habe ich gestern ein Beweisfoto gefunden. Wie ist es, sein soziales Umfeld zu Hause beim Auswandern dauerhaft zurückzulassen? Das haben wir schon beim Vanlife gestartet. Das sind wir schon 2019 abgehauen. Da sind wir, glaube ich, auch. Also ich glaube, es ist voll. Also das ist eine spannende Frage, aber für uns alle. Oh Gott. Deine Pancakes kommen hoch. wir sind halt schon seit Jahren am Reisen und sehen unsere Familien und Freunde nicht super regelmäßig. Mhm. Und dadurch ist es jetzt auch gar nicht so ein großer Unterschied, wenn man halt dann woanders wohnt. Dadurch ist es vielleicht eher sogar einfacher, sich öfter zu sehen, weil man halt stationär ist. Ja. Also man ist zwar weit weg, aber trotzdem ist man nicht ständig woanders unterwegs. Und dann ist es halt viel einfacher, dass man wegkommt oder man hinfährt. Ja. Hätten wir vor 6 Jahren, wären wir einfach so ausgewandert, wäre es wahrscheinlich ein ganz anderer Schritt gewesen, wenn du so aus dem normalen Leben, wo wir waren, plötzlich auswanderst. Ich finde auch, dass das wieder das neue Zeitalter das viel einfacher macht. So, man ist viel einfacher mit Leuten in Kontakt. Ja. So, du kannst FaceTime, du kannst normal telefonieren. So, das ist ja was auch früher viel schwieriger gewesen ist. Die gerade dieses, also so jetzt im letzten halben Jahr gemerkt habe, dass das halt auch echt nicht das Wahre ist, dieses nur online Kontakt bleiben. Nee, natürlich nicht, aber es erleichtert es ja schon. Jetzt gerade mit der Familie, finde ich. Ja. So, dass man doch regelmäßig mal quatschen kann. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man bei den ganzen Leuten, die so von meinem Gefühl her so mir nichts, dir nichts auswandern wollen, denke ich mal so, oh Gott, bist du dir dessen überhaupt bewusst? Also das ist eine super, super wichtige Sache, die man auf jeden Fall bedenken sollte. Stimmt das Klischee, es ist schwieriger, Freunde in Schweden und Norwegen zu finden? Juni! Juni so, ich bin eure Freunde. Also in seinen 30ern Freunde finden ist ja generell ein bisschen schwieriger, weil wenn du hier hingehst und studierst, findest du, glaube ich, super Anschluss. Was ich in Norwegen erlebt habe, ist eben halt dieses, also die Leute werden super nett zu dir sein, aber mit denen richtig Freunde zu werden, ist nicht leicht. Am Ende müssen die trotzdem eine andere Sprache sprechen. Und nicht eben ihrer Haussprache, oder wie man sagt, Muttersprache.
Muttersprache. Aber mein Bauchgefühl und von den paar Schweden, die ich kenne, ist, dass die Schweden ein bisschen offener sind. Aber jetzt vielleicht 10% mehr. Welchen Hobbys könnt ihr dort nachgehen und was wird dort angeboten? Also wir leben ja auch nicht auf dem Mond. Hier gibt es auch alles, was es sonst überall gibt, oder? Was ich vermisse, in Deutschland gibt es so Pottery Painting in größeren Städten. Wo ja, man so fertig ist. Auch. Nö. In größeren Städten. In Stockholm findest du das bestimmt auch. Aber ich Göteborg. Kann ja nicht erst nach Stockholm. Ja, aber das ist der Unterschied, glaube ich. Das ist halt ländlicher. Dass es halt nicht so besiedelt ist und die großen Städte, also es gibt nicht so viele große Städte wie in Deutschland, weißt du, wo du halt irgendwie innerhalb von einer Stunde in einer größeren Stadt bist. Ja, ja. Das verteilt sich dann doch alles größer. Ja. Wo gibt es mehr Mücken? Allein schon hier wegen, weil ihr hier stehende Westgewässer habt? Ja, viel mehr, ne? Ich würde auch sagen. Ich glaube, was man halt. Ich weiß nicht, ob es bei euch vielleicht windiger ist und dann werden die so weggeweht. Ich würde auch sagen, so, ich würde tendenziell sagen Schweden. Mhm. Was ist der größte mentale Unterschied zwischen euch beiden? Mal eine Nicht-Norwegen-Schweden-Frage. Ich denke, es war. Also zwischen euch beiden wahrscheinlich. Ja, es war wahrscheinlich Laura und ich gemeint, weil. Weil die zwei sind eins. Wir sind eineige Dümmlinge. Ah, ja. Das kann ich bestätigen. Es ist eher anstrengend mit den beiden. Ein umgedrehtes Herz. Oh. Warum denn umgedreht? Nee, das habe ich gerade. Weil wir dumm sind. Alter, kannst du nicht deinen Finger strecken? Eineige Dümmlinge. Oder ein D. Ah, ja. Oh. Ich kann ja mal hier der Moderator sein. Okay. Mhm. Introvert, Extrovert. 100%. Ja. Ja. Und ich bin so ein Mittelding, würde ich sagen. Also ich bin weder das eine noch so das hundertprozentige andere. Aber vielleicht bist du auch jemand, der halt sich ändert, mit, je nachdem, mit wem er zusammen ist. Ja. Oh, das kann ja sein. Deswegen findest du ihn auch so nervig, wenn ich da bin. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen anpasse. Wer hat das schönere Haus? Oh, das ist aber eine schwere Frage. Nur das Haus oder auch von innen, von außen, in der Gegend, wo es steht? Das sind so viele Fragen. Ich finde, eigentlich sind die Häuser beide. Also, ich finde, ihr habt zum Beispiel diesen super, super süßen Wintergarten. Ja, und ich finde, der reißt es raus. Geben sich nichts. Ich glaube, die sind auch ungefähr gleich groß. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass meine Aufteilung vielleicht ein bisschen praktischer ist. Naja, wie findest du? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, welches schöner oder welches. Ist ja auch voll Geschmackssache. Also ich hätte mir, glaube ich, euer Haus in Norwegen auch gekauft. Mhm. Aber was man sagen kann über unsere Häuser ist, ich finde, euer Haus ist wirklich typisch schwedisch. Mit dem Wald und so finde ich richtig schön. Und ich finde, meins ist halt ein norwegisches Haus. Richtig typisch norwegisch, weil es halt auch mit den großen Bergen drumherum und so. Ich finde das irgendwie schon süß. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, welches Haus findet ihr denn schön? Oh, ja! Was, für welches Land würdet ihr euch entscheiden? So weit hoch. Gibt es da eine Erklärung oder war dort einfach das Haus? Ich meine, bei uns war es das Haus. Also, ja, wir haben ja überall angeguckt und dann war es hier das Haus. Ich wollte ganz genau in diese Region und das war tatsächlich das erste Haus, das ich angeschaut habe und das einzige in der Region, was ich mir leisten konnte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Was versteht ihr so gar nicht an den Schweden oder Norwegern? Wo sind sie eigen? Ich glaube, das können wir noch gar nicht sagen, oder? Nach so kurzer Zeit. Also für Schweden kann ich... Doch, sie telefonieren nicht. Stimmt. Wir werden nie zurückgerufen. Ja. Nicht von Handwerkern, nicht von... Immer wenn jemand sagt, ja okay, wir klären das und rufen zurück, da kommt nie ein Rückruf. Was mich an Norwegen noch richtig krass schockiert hat, ist halt die Arbeitsmoral. Locker und einfach das ist und die Leute machen wirklich alle pünktlich Feierabend. Freizeit wird sehr geschätzt. Ja, man sagt ja auch, Schweden ist ja auch das Spanien Nordeuropas. Das ist alles ein bisschen gemütlicher einfach. Ja, das stimmt. Also irgendwie ist es einerseits ist es gemütlicher und lockerer an den richtigen Stellen, finde ich, oft. Und trotzdem können auch richtig arbeiten. Also es funktioniert, aber es ist lockerer dabei. Es ist nicht ganz Die stressen sich halt einfach nicht so unnötig. Ja, das ist auch definitiv typisch norwegisch. Da machen die Norweger selbst auch wirklich regelmäßig Witze drüber, dass halt, wenn denen was nicht passt, würden die es niemals sagen. Ja. So, die würden dann da sitzen, würden sich vielleicht innerlich aufregen, die würden auch keine Miene verziehen. Also die sind auch sehr höflich. Ja. Also die würden halt. Aber dann ist, glaube ich, Schweden und Norwegen dann schon sehr ähnlich. Zum Beispiel, wenn in einem Haus irgendwas nicht passt, also wenn jetzt mehrere Leute in einem Haus wohnen und es passt was nicht, dann würde ein Nachbar niemals das zu dir sagen, sondern er würde es vielleicht mehrmals so kommen lassen soweit und dann würde er vielleicht irgendwann einen Brief schreiben oder so, oder irgendwie einen Zettel irgendwo ankleben oder so. Aber dann wahrscheinlich auch nicht dich persönlich ansprechen, sondern eher sagen, alle.
könnten wir bitte in Zukunft darauf achten, dass wir das und das machen. Ja, ja. So, ja. Und ich glaube, das beschreibt es schon sehr gut. Ja. Warum seid ihr nicht zurück nach Deutschland, sondern ins Ausland? Genau deswegen! Also ich habe mich in Deutschland nie zu... Ich bin ja auch nicht so richtig deutsch und habe mich in Deutschland auch nie so richtig zu Hause gefühlt. Und ich wollte auch gar nicht nach Norwegen auswandern. Ich wollte eigentlich ja nur ein Haus haben, weil ich die Region so schön finde. Also ich habe mich in den Ort verliebt und so ist das dann so ein bisschen gekommen. Und wir müssen einfach sagen, durchs Vanlife sind wir einfach frei geworden. Ne? Also wir haben alles in Deutschland ja hinter uns gelassen, so Wohnungen, Jobs. Und wir haben ja auch die letzten Jahre einfach darauf hingearbeitet. Ja. Also es war jetzt nicht von Anfang an unser Plan oder irgendwas, nee. Aber es hat sich halt so entwickelt. Na, wir hatten ja immer diese Reise, war für uns immer ja so dieses Ziel, vielleicht wissen wir danach, wo wir hinwollen. Ja. Und haben das aber auch Deutschland begrenzt. Ja, eigentlich war es auf Deutschland begrenzt. Ja. Ja. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, so mit der Reise, so hey, uns steht eigentlich, was heißt die ganze Welt, aber uns steht Europa offen. So, wir könnten theoretisch ja überall wohnen, wo wir wollen. So, warum beschränken wir das auf Deutschland? Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so hey, Schweden ist doch eigentlich geil. So, und mit unseren Jobs, die wir jetzt aktuell haben. Eure liebste Jahreszeit. Sommer! Ja, doch, auch Sommer. Würde ich auch sagen. Ich mag auch Herbst. Ja, auch schön. Herbst ist Frühling ist auch schön. Ja, Winter kann auch schön sein. Aber ich glaube, das sind Jahreszeiten, die man zu sehr romantisiert. Das ist auch ein Grund, warum man sich hier, glaube ich, auch wohler fühlt, ist, dass es halt einen Winter gibt. Ja. Aber er ist sehr lang. Ja. Und das macht ihn halt ein bisschen so... Oh. Ja. Wo ist die Lebensqualität höher? Hier, weil es nicht so teuer ist. Worauf legt man seinen Fokus? Weil mir da die Berge fehlen würden. Aber gleichzeitig fehlt mir in Norwegen extrem das gute Essen und gute Lebensmittel, bessere Qualität in Lebensmitteln, was ihr hier definitiv habt. Aber was etwas ist, was wir, glaube ich, alle nicht beurteilen können, ist... So Work-Life-Balance und so. Ja, so wie wenn man angestellt ist, also ne, wie sind die Bedingungen da? Also das kann ich gar nicht beurteilen, ob Norwegen oder Schweden da besser oder schlechter ist. Und wie ist das Steuer- und Arbeitslosengeld und Kindergeld und Kinderthemen und Schulen und so weiter. Diese ganzen Themen können wir ja gar nicht, weil wir halt selbstständig sind und selbstständig auch noch und nicht mal im Land unser Geld verdienen, sondern ja eigentlich auf Deutsch. Also würdet ihr beim nächsten Hauskauf etwas Größeres nehmen? Also erst hatte ich ein bisschen Angst, dass es vielleicht zu klein sein könnte, aber jetzt, wo wir hier sind und nun mal meistens nur zu zweit, so wir haben noch draußen so viele Stauraummöglichkeiten und ich glaube, das macht dann das kleine Haus auch wieder besser, also lebenswerter als vielleicht, wenn man nur dieses kleine Haus hätte. Klar, ich hätte auch ein größeres Haus genommen, wenn ich das für das gleiche Budget und... Ja, wir hätten auch, aber... Ein größeres Haus ist halt auch nochmal mehr Renovierungskosten. Ja, mehr Renovierungskosten, höhere Stromkosten. Welches Land nimmt euch als Deutsche freundlicher auf? Also auch da weiß ich ja wieder nicht, wie es jetzt bei dir in Norwegen ist, aber ich muss schon sagen, dass wir in unserer Nachbarschaft sehr, sehr freundlich aufgenommen wurden und vor allem, weil wir wirklich Angst hatten als Deutsche hier Häuser zu kaufen, weil wir ja bei unserer Haussuche schon gemerkt haben, hey, es gibt echt viele Ausländer, die in Schweden Häuser suchen. Ja. Da haben wir natürlich ein bisschen Angst gehabt, so hey, wie fühlen sich denn die Schweden dabei, dass jetzt in deren ganzen Nachbarschaften Deutsche oder Ausländer Häuser kaufen? Ja. Aber und, unsere Nachbarin meinte, weil wir haben ja auch gesagt, so oh, wir... wollen natürlich jetzt auch nicht so sein, denn wir kommen hierher und kaufen irgendwie die Häuser weg. Und sie meinte, sie freuen sich darüber, dass Leute kommen und irgendwie auch ein bisschen Geld in die Häuser stecken und die einfach nicht verwahrlosen und auch ein bisschen Leben reinbringen. Und ich glaube, die schwedische Jugend würde es jetzt nicht so feiern, hier zu wohnen. Ich glaube, es ist genauso wie in Deutschland. So der Einzug in die Städte, der ist auch hier in Schweden oder in Skandinavien der Fall. Und die Lande, also die Länder, so die verwahrlosen halt und dann freuen sich Leute halt, wenn Leute aufs Land ziehen. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich den Schweden egal, ob das nun Deutsche sind, solange man sich ein guter Nachbar ist quasi, ne? Ja, freuen die sich dann halt auch, dass dann auch Deutsche. Und das fand ich so schön an jetzt unserer Nachbarschaft oder generell an Schweden. Wenn ihr für 2 Wochen die Länder tauschen würdet, was vermisst ihr am meisten? Das vegane Essen. Die Berge. Lass mich mal überlegen. Und wahrscheinlich die Sonne. Und mein Geld auf dem Konto. Und ich finde es eigentlich wichtig zu erwähnen und nochmal klarzustellen, also irgendjemand hatte hier ja nochmal gefragt, oh, wir wollten erst nach Schweden, jetzt sind wir unsicher, sollen wir vielleicht doch nach Norwegen? Ich finde, das ist keine Frage, die man so random stellt, so, ach, dahin oder dahin? Das ist so unterschiedlich. Mhm. Ich wäre niemals nach Schweden ausgewandert und ihr wärt wahrscheinlich niemals nach Norwegen ausgewandert, oder? Obwohl wir Norwegen toll finden, wäre es für uns halt nichts zum Wohnen. Ja, das war es eigentlich schon, ne? Kommt noch eine lustige Frage zum Schluss. Wer ist lustiger, André oder ich? Oh, das muss Laura beantworten. Oh Gott! Sag bitte, ich bin's. Na, ich bin ja auch
Ich kann es ja auch nicht also ich kann es ja nicht so gut beurteilen, weil ich habe ja André viel öfter. Und André kann schon sehr witzig sein. Okay, wir brechen das Video an dieser Stelle ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.